2021. Ein Jahr der Verzweiflung. Ein Jahr der Katastrophen. Ein Jahr, in dem ein Lachen entscheidend sein konnte. Baerbock wurde dann nicht Kanzlerin, Laschet wurde auch nicht Kanzler. Jetzt haben wir Merkel 2.0 mit Olaf Scholz. Herrlich. Ein Jahr, in dem die Gräben zwischen den Menschen groß und größer wurden. Das ärgert mich, weil ich glaube, dass es die Schuld war vor mutigen Entscheidungen der Verantwortlichen, dass es so weit gekommen ist. Ein Jahr des Neuanfangs, der Wiederauferstehung der SPD. Nein, jetzt ist er Kanzler. Und er grinst ja immer so. Und des Abschieds von Angela Merkel. Und da kommt genau diese Meldung rein durch die Presse. Angela Merkel wünscht sich zum großen Zapfenstreich. Für mich soll's rote Rosen regnen. Und da dachte ich so, wie schön. Für kontrovers blicken zwei Kabarettistinnen zurück. Luise Kienseher und Antonia von Romatowski schauen auf die großen politischen Momente des Jahres. Im Winter hält Corona Deutschland weiter in Atem. Lockdown. Polizeikontrollen. Homeschooling. Und für Luise Kienseher gab's in der Zeit nur leere Theater. Die Kabarettistin hat als Mama Bavaria den Politikern jahrelang die Leviten gelesen. Jetzt herrscht gespenstische Stille. Und sie stellt sich vor, wie Markus Söder im Batman-Kostüm durch München fliegt. Ich glaube, er ist ja selber großer Batman-Fan. So kam ich drauf und dachte ich, naja, da identifiziert er sich jetzt mit dieser Figur und stilisiert sich so ein bisschen als Retter. Die Kabarettistin Antonia von Romatowski hat im Singspiel auf dem Nockerberg oft Bundeskanzlerin Angela Merkel gespielt. Doch 2021 fällt das Singspiel aus. Immer noch Corona und Lockdown. Dann, im April, nimmt der Bundestagswahlkampf allmählich Fahrt auf. Die Grünen stellen ihre Kandidatin vor. Unsere Kanzlerkandidatin, unsere Ex-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Ja, das war schon ein großer Wurf. Die Grünen wollen allen zeigen, wie man es richtig macht. Da war so viel Aufbruchstimmung da und auch so viel mediales Interesse. Und da wurde die ja hochgelobt. Deshalb. Und ich habe mir schon gedacht, das dauert nicht lang, dann fällt die aber sowas von zusammen. Und da hat es ja nicht viel gebraucht. Ne? Es reichen Ungereimtheiten im Lebenslauf von Annalena Baerbock. Kleine Ungenauigkeiten mit großer Wirkung. Ich fand es sehr spannend, auch in dieser Zeit Robert Habeck zu beobachten, der häufiger bei Presseterminen neben ihr stand. Und ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, jetzt, er kann sich fast nicht beherrschen, mit den Augen zu rollen. Währenddessen kommt es in der Union zum Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, jetzt, wenn der Söder, dann hätte er gewonnen. Also er hätte wahrscheinlich viel, viel bessere Chancen gehabt. Markus Söder hofft, dass die Union ihn zum Kanzlerkandidaten macht und den roten Teppich für ihn ausrollt. Fast sieht es so aus. Dieser Höhenflug, der war schon irre, ne? Und wirklich eine Achterbahnfahrt. Also ich möchte nicht in Markus Söder seine Haut stecken, ehrlich gesagt, in dem letzten Jahr, weil seine Popularitätswerte ja plötzlich so hoch waren und jeder wollte ihn als Kanzler und jetzt ist er wieder anders. Am Ende setzt sich Armin Laschet durch. Söder zieht zurück. Und dann sagte er sofort, ich bin gar nicht mehr sauer, das Thema ist durch für mich. Und dann dachte ich, nee. Nach zwei Tagen ist das Thema gar nicht durch. Und man hat einfach gesehen, dass es bis zum Wahlabend nicht durch war und immer wieder nachgetreten wurde. Im Sommer sinken die Corona-Zahlen. Die Maßnahmen werden allmählich zurückgefahren. Die Fußball-EM findet vor Zuschauern statt. Von Mindestabstand keine Spur. Schritt für Schritt kehrt die Normalität zurück. Doch sie wird nicht lange währen. Der Bundestagswahlkampf geht im Juli in die heiße Phase. Die Union liegt in den Umfragen klar vorn. Da kommt das Hochwasser mit 180 Toten und dramatischen Zerstörungen und dem Lacher von Armin Laschet. Das war halt gerade die Kamera da an seinem Gesicht, gell? Und
Aber ich glaube nicht, dass er an dem Lachen gescheitert ist, sondern er hat ja sowieso als Persönlichkeit, er hat es ja schwer gehabt bei der Bevölkerung. So, ne? Vor der Wahl im September gehen in ganz Deutschland die Menschen auf die Straße, um gegen die Klimapolitik zu demonstrieren. Doch am Ende gewinnen nicht die Grünen, sondern Olaf Scholz und seine SPD. Also, dass Olaf Scholz Kanzler geworden ist, ist wirklich lustig, gerade weil Anfang des Jahres die SPD ja als erste Partei ihren Kanzlerkandidaten aufgestellt hatte. Und da hat man sich überhaupt gefragt, warum stellt die SPD überhaupt einen Kanzlerkandidaten auf? Die große alte Tante SPD, quasi keine Volkspartei mehr. Mit den Grünen und der FDP bildet Olaf Scholz die erste Ampelkoalition auf Bundesebene. Also meine liebe Kollegin, die Antonia, die muss jetzt umschulen von Merkel auf den Scholz. Das ist, glaube ich, nicht so leicht. Das Lustige ist, bei mir rufen jetzt einige Produzenten an und fragen, Antonia, du bist ja jetzt nicht mehr Kanzlerin, aber hast du einen guten Scholz-Parodisten? Und sage ich, ja, ich habe schon einen so und gebe die Nummer auch gerne weiter. Und dann rufen sie 3 Tage später an und sagen, also der Scholz an sich, der ist irgendwie dann doch ein bisschen langweilig. Der gibt noch nicht so viel Futter her. Können wir dich als Baerbock buchen? Und dann tritt Angela Merkel nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin ab. Ich habe immer noch im Ohr, dass sie gesagt hat, ich möchte mal einen geordneten Übergang organisieren. Und das hat halt nicht geklappt. Ja, alles, was sie geordnet übergeben wollte, ist jetzt Opposition. Zu ihrem Abschied wünscht sie sich ein Lied, von dem Antonia von Romatowski vor Jahren schon mal eine eigene Angela Merkel-Version geschrieben hatte. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Volk sollte sich ruhig verhalten. Goodbye, Angela Merkel. Goodbye, 2021. Ich will